Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Hier unten geht's schon ziemlich hart zu. Dieses Lager, wo wir hin sollen, da ist ein Waldentroll gespawnt. Ich habe schon in der letzten Folge gesagt, eventuell ist es so eine Sequenz, die eben kommt, wenn ich hier in die Nähe komme. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt halt wirklich nur Zufall war. Oder ob das tatsächlich so ist. Ich gehe jetzt mal runter. Ich gehe aber mit dem Besen runter. Sonst haue ich mich noch irgendwo auf die Schnauze. Und von wo geht man denn da rein? Wo ist denn der Eingang? Also der offizielle Eingang. Hier? Da sind sie. Nicht in die Stacheln. Die Erschwinderinnen. Hole den Helm zurück. Zurück. Hallo? Der Waldtroll ist halt immer noch da, ne? Revelio. Sind denn die Erschwinderinnen? Hallo? Ich hab einen Troll besiegt. Ich kann keine Mega-Power-Tränke mehr einsammeln. Revelio. Ich weiß. Das ist leider wahr. Da unten sind wir. Ich habe einen Troll doch erledigt. Wo ist der Popel? 5 Stück gab der sogar. Das ist das, der Mega-Power-Trank. Hatte die jetzt halt alle schon erledigt? Oh no. Ich würde euch gerne wieder zurückschmeißen, aber ich weiß nicht. Wingardium Leviosa. Die Highlighten halt nicht. Ich kann die nicht zurückschmeißen. Revelio. Das ist es. Wo habe ich mich erschrocken? Das ist für Rookwood. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Hey, Doktor! Protego! Kein Schatz ist ganz schön unbeständig, was, Schätzchen? Ich wollte... Uah! Ich dachte, ich bin auf dem da. Protego! Stupo! Glaub nicht, dass du das hier überlebst. Nein, das ist nichts. Nein, die kannst du nicht. Die kannst du nicht. Die kannst du nicht. Du musst die erst schwächen, Bianca. Eher kannst du die nicht töten. Das weißt du doch. Das war jetzt fies. Revelio. Ich konnte gar nicht gucken, was ich da aus der Kiste geholt habe. Was war denn das, was ich da rausgeholt habe? Dann kam ja die gleich an. Dann habe ich mich erschrocken und dann... Was war denn das, was ich da rausgeholt habe? Helm von Earthcore. Sehr cool. Oh, warte, die anderen habe ich vorhin abgeholt, gerade was ich da geschafft hatte in der letzten Folge. Aber da haben wir ja auch noch einen. Was war das? Das habe ich schon. Da kam da was Neues. Ich glaube, das mit dem Troll kam hinzu, ne? Ja. Revelio. Wir haben den Helm. Können eigentlich schon wieder gehen. Hier ist nichts mehr weiter. Geh mal kurz hier rüber. Können wir hier eigentlich auch tauchen? Sehe ich hier auch irgendwas zum Tauchen? Nee, ne? Oh, das ist mir so eklig.
Okay, wir gehen zurück. Ich glaube, nicht ohne das gemacht zu haben. Wieder da, wo wir vorher waren. Yes. Lord Gok wartet auf uns. Ich bin gespannt, wann wir mal wieder Rookwood und Renrock sehen. Mysteriös und etwas beunruhigend. Was soll ich tun? Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Er ist fantastisch. Ich verstehe, warum sie ihn zurück wollten. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seiner Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, ihnen vertraut zu haben. Ja. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Ich stehe in der Luft. Also ich weiß ja, dass ich zaubern kann, aber dass ich so schweben kann, ist mir neu. Ich stehe in der Luft. Jo. War's das hier? Lass mich kurz mal gucken. Ja, tatsächlich. Ja, wisst ihr was? Wie wäre es, wenn wir das mit den Tierwesen später machen? Und jetzt noch ein bisschen in Hogsmeade rumgucken. Wir haben ja da noch ein bisschen was zu looten, ne? Wir gehen einfach, wo gehen wir denn hin? Wir gehen mal da oben hin. Wir können mal einen Honigtopf gucken. Da waren auch ein paar Türen, das weiß ich. Und eigentlich bräuchten wir Nacht, damit wir den Ding mitnehmen können. Oh, hallo. Unsere Kuschel war auch so. Nur nicht ganz so schwarz. Ja, grau. Revelio. Ich kann dir Geld geben. Ich danke vielmals. Sehr gerne. Ja, weil hier war ja unser Geheimgang. Aber das ist immer noch verschlossen. Da kommen wir wahrscheinlich wirklich nur von der anderen Seite hin. Das ist Stufe 2. Wir müssen diese Demigeis finden. Revelio. Ich wusste nicht, dass Schmetterlinge von Schätzen angezogen sind. Alohomora. Schmetterlinge werden von Schätzen angezogen. Warte. Wait a minute. So. Oh Gott, es geht runter. Revelio. Was ist das hier für ein Raum, dass der zugesperrt war?
Ach so. Schlafen die hier? Oh Gott, es war jetzt so dunkel. Das ist voll süß. Hier hinten war nichts. Oh, ich möchte so eine Feder haben. Gibt es einen Hut mit so einer Feder? Nimm mal mit. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Glaube ich, hier drin war es das erste Mal, ne? Revelio. Die anderen waren alle Stufe 2. Ich weiß nicht mehr, ob du was hattest. Du hattest da hinten. Nee, ich glaube du nicht, ne? Bei dir habe ich alles mitnehmen können. Da war nichts weiter. Da kommt man nur rein und dann ist hier Ende. Hallo. Bin schon wieder weg. Ich wollte nur gucken. Was ist denn hier? Holy. Es war ein Unfall. Behalt der Basiliskenzüchter. Der Zauberer aus Cornwall, der wegen der Zucht von Basilisken verhaftet wurde, hat darauf bestanden, dass alles nur ein dummer Fehler gewesen sei. Er wurde verhaftet, nachdem bei einer Routinekontrolle Krötenbefall in allen 5 Hühnerställen festgestellt wurde. Die Zucht von Basilisken ist seit langem vom Ministerium verboten, aber aufgrund der Potenz und der Seltenheit und des Wertes des Basiliskengiftes ist es vielleicht nicht überraschend, dass die weniger Gesetzestreuen unter uns das Verbot umgangen haben. Ein Nachbar des inhaftierten Zauberers, eine verhüllte Gestalt, die anonym bleiben möchte, erklärt: Einen Basilisken kann man erschaffen, indem man ein Hühnerei unter einer Kröte ausbrütet. Jeder Zauberer mit einem Zauberstab weiß das. Der Zauberer aus Cornwall hat sich vor dem Zaubergamot auf völlige Unwissenheit berufen und behauptet, seine Hühnerställe seien einfach unwiderstehlich für Kröten und er habe keine Ahnung von der Basiliskenzucht. Seine Verteidigung stieß bei den Mitgliedern auf eine große Skepsis, mit Ausnahme von Belinda Brown von der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe. Die sagte: Ich bezweifle nicht, dass er so verrückt ist. Wir hatten ihm doch gesagt, dass wir kommen würden, oder nicht? Er hätte nur die Kröten wegbringen müssen. Was schreist denn du hier so rum? Das ist ein Marktschreier, die... Ja, ja, alles gut. Du hattest hier voll die vielen... Kleine Stilveränderung? Wir haben eine große Auswahl. Sehen Sie sich in Ruhe um. Ja... Nee, du hattest nicht mehr. Du hattest eine Demigeist. Was haben wir du denn hast... hier? Ein Demigeist. Ja, aber es ist nicht Nacht. Weißt du was? Oh, Entschuldigung. Ich bin froh, dass Clementine endlich ihre Schmetterlingsbesessenheit los ist. Ah, hallo. Kommen Sie ruhig herein. Hallo. Tschüss. Komm hier nicht rein. Das war ja hinten draußen, aber hier ist ja nichts weiter. Da habe ich ja schon was mitgenommen. Oh mein Gott, wer bist du denn? Ist das eine Bengal? Oh, die ist ja super süß. Die hat voll den langen Streifen auf dem Rücken. Oh, hallo. Oh. Das war das Wirtshaus? Zonkos. Revelio. Hatte Zonko noch... Ich weiß es nicht.
Ich hatte was geplümmelt, ich hab's gehört, ja. Geplümmelt. Hattest du hier noch irgendwas? Nur nicht schüchtern. Nee, glaub nicht. Was ist denn das da unten für eine Kiste? Wo ist die denn? Dankeschön. Stufe 3. Im Schloss gibt es ja auch noch so viele Türen, in die wir nicht rein konnten, ne? Hallo, Homura. Hallo. Revelio. War dir eingesperrt? Wer ist das da auf dem Foto? Oh, das ist aber ein kleines Haus. Vor allem, du hast ja mehr Türen im Haus als sonst was. Kann ich das einschalten? Nee, kann ich. Schade. Das ist auch interessant, dass da einfach Stühle vom Feuer stehen. Zum Hinsetzen und nicht irgendwie. Oh, hier sind so viele Geister. Nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Sofa oder so. Du gehörst mir, Demigeist. Wenn du hier drin einen gesehen hast, ja, dann muss ich dich enttäuschen. Kann da noch nicht rein. Wer ist das denn? Du hattest, glaube ich, nichts mehr, ne? In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Bei dir konnte ich nirgendwo rein, ne? Hier raus gehe ich jetzt erstmal, ne? Sogar die Ratten gucken zu. Was war das? Ich dachte, das war hier. Da muss ich später noch mal kommen. Viel später. Hallo. Obwohl, wenn es hier auch irgendwie Hunde geben würde oder so, aber halt nicht freilaufen logischerweise, sondern schon mit Härchen. Mäh. Überall, wo so ein Ding davor ist, komme ich nicht rein. Ach, hier bin ich jetzt gerade wieder. Hier komme ich nicht rein. Hallo. Ich fragte mich schon. Revelio. Mit dir habe ich schon den Demigeist geholt. Aber ich will schauen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Nein. Gott sei Dank Lassen dauert Sie mich es. Ich will wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Gott sei Dank dauert es, bis man das verkaufen kann. Warte mal kurz. Wo war das jetzt? War das hier? Was hast denn du da an?
Oh, der ist auch nicht schlecht. Ist mal eine andere Farbe. Aber... Da weiß ich nicht, was ich... drunter anziehen soll. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ey, wir haben so viel Geld, ne? Wollen wir irgendwie Zauberanweisungen kaufen, wenn wir schon da sind? Weil die brauchen wir ja früher oder später irgendwann, ne? Teeförmige, also solche weiteren Tränkestationen ist erstmal nett. Pflanzdinger auch nett. Ich würde sagen, wir kaufen mal... Ich weiß es nicht. Tierwesen. Ich meine... Das machen wir ja als nächstes eigentlich, ne? Wie viel kostet das? 1200, 500? Ach komm. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Nimm mal lieber das Nichts da. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Der kostet 3000, den könnten wir uns zwar leisten, aber da bin ich noch ein bisschen geizig. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen... Nein, stopp. Noch habe ich keinen Mangel an irgendwelchen Tränken, zumal ich sowieso beim Kampf immer so konzentriert bin, dass ich weder Tränke einsetze, noch diese, weißt schon, wie heißen die? Also die da, hier, diese drei hier. Ich weiß nicht, wie man die sammelt nennt. Revelio. Was mit dem Schulleiter? Ich hab's genau gehört. Wieso kann ich hier nicht in diese Türen reingehen? Das war der Besen. Also nicht die drei Besen, sondern... der andere. Das wäre cool, wenn ich dich wieder herstellen könnte. Mit Reparo oder so, aber nee. Leider nicht. Man sieht ja schon von draußen ein bisschen diese Statuen und die Schlösser. Aber in so viel Gebäude komme ich noch nicht, leider. Da rein komme ich. Demigeil. Revelio. Entspanntes Gewand. Wo stehst du denn hinten draußen? Ist das eine Augenkiste? Weiß ich noch. Ja. Revelio. Du bist noch ein Tierladen, ne? Ja. Da komme ich erst noch rein. Wollen wir doch kurz mal hier hochgehen? Ich glaube, die da hinten, die hatte nichts mehr Verschlossenes, oder? Ich glaube nicht, dass hier noch... Doch, warte. Wo war das? Irgendjemand hatte da... Warst es du? Du warst es. Die hatte oben eine Kiste stehen. Hatte die auch hier drin eine Kiste? Die ich noch nicht habe?
auch nicht gerade ein Knöterichzweig, denn ich weiß nicht, ob ich welche vorrätig habe. Nee, gerade nicht. War das das oder war das das andere? Aber ich komme hier leider nicht rein. Nee. Da ist nur die Kiste drin. Und nichts anderes. Und bei ihm kann ich ja eh nichts weitermachen. Da komme ich ja nicht ins Haus rein. Das erstmal dieses verkleinerte Zeug da, ne? Revelio. Da ist ja jemand. Was macht er denn hier? Wer bist du? Das ist der, der alles verkleinern wollte. Oder was heißt? Wahaha. Verkleinert hat. Da wäre ich fast runtergesprungen. Du bist eine Eule, ne? Der Friedhof. Oh, warte mal. Ich war nachts noch nie auf dem Friedhof. Guck mal. Die hängt den Kopf da oben hin. Die spielen mit ihren Köpfen. Gott, wie ist die, die spielen alle mit ihren Köpfen. Das ist ja lustig. So kann man sich das Leben auch vertreiben. Das Leben nach dem Tod. Was? Revelio. Das sich angehört wie ein Hundejaulen. Hallo. Der war auch gar noch nicht so alt aus. Waren anscheinend alle relativ jung. Das da war, glaube ich, Stufe 2 oder 3, ne? Ja. Was? Nee, ich glaube, das reicht dann erstmal wieder mit dem Durchgucken. Für die anderen, das ist der. Für die anderen brauchen wir auf jeden Fall mehr Zauber. Höhere Zauber. Dafür müssen wir diese Demiguys sammeln. Ach, das war der da. Der sitzt immer noch an seinem Tisch. Ja. Ich hab's gesehen. Revelio. Wieso fiel mir das vorher nie auf? Das ist das, was da geblimmelt hat. Fässermilch im Butterbier. In diesen Fässern wird das bei Hexen und Zauberern so beliebte Butterbier gelagert. Es wird sowohl kalt als auch heiß serviert und hat einen geringen Alkoholgehalt, der auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen. Oh, wir haben Handbuchseiten. Was war es jetzt? War das das oder war das das andere? Oh mein Gott. Oh, das finde ich gar nicht so schlecht. Lass das mal an. Ist okay. Ich porte mich mal kurz. Wir sind jetzt nicht hier so weit durch erstmal. Also so provisorisch durchgeschaut. Das da ist noch dieses eine hier unten. Das habe ich gesehen. Also das habe ich auch vom Schirm. Ich will mal kurz in meinen Raum und die restlichen Sachen angucken.
Und dann schubst du auch in die nächste Folge. Dann können wir ja, wenn nichts dazwischen kommt. Naja, obwohl, bevor wir... Okay, ich hatte nur dieses eine dunkle Gewand. Okay. Bevor wir die nächste Aufgabe hier machen. Und die hier. Also ich bin super gespannt auf die Tierwesen. Aber ich würde ganz gerne vorher das da machen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da hinkomme. Hier ist eine Flamme, aber... Kann ich hier hinlaufen? Von hier aus. Das muss ich mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich das da als nächstes machen. Das habe ich schon eine Zeit lang hier offen. Irgendwas im Bootshaus. Müssen wir mal gucken. Ich schub's sich aber jetzt erstmal in die nächste Folge. Verkaufen müssen wir gerade nicht. Wir haben jetzt noch ein paar Plätze frei. Und wir haben auch noch ein paar Dinge, die ich noch nicht tragen kann. Wegen Level und so. Aber wir sind ja... Naja, es dauert noch ein bisschen. Ein bisschen dauert es noch. Vom Ding her. Ja, cool. War doch sehr erfolgreich. Und wir haben schon wieder 2 von den Hauptquests gemacht. Und das nächste ist halt Tierwesen. Das ist jetzt halt so, also man bekommt ja dann nur was beigebracht wahrscheinlich und jetzt nicht irgendwie geht dahin und kämpfe gegen den oder irgendwie sowas, glaube ich. Hoffe ich, keine Ahnung. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass ihr da wart. Macht es gut. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.